Hallo, ich bin Peter Heinrich, ich bin Deutschlehrer. Mit meinen Methoden habe ich schon tausenden Menschen beim Deutschlernen oder beim Unterrichten geholfen. Okay, vielleicht kannst du die Grammatikregeln jetzt einigermaßen. Und vielleicht kannst du auch gut Arbeitsblätter ausfüllen. Und wenn ich langsam, einfach und deutlich spreche, verstehst du hoffentlich auch schon viel. Aber wenn die Deutschen ganz normal sprechen, verstehst du immer noch nichts. Du hast einfach noch Angst, an einem Gespräch teilzunehmen, weil dir alles viel zu schnell geht, weil sie komische Wörter benutzen, die du noch nicht kennst. Du willst endlich fit sein, um in Deutschland leben zu können, dich nicht mehr ausgeschlossen fühlen. Du willst einfach dabei sein, du willst endlich verstehen, was um dich herum passiert. Dann geht es dir wahrscheinlich genauso wie Amir. Amir kommt aus Ägypten und lebt in Deutschland. Er hat mir vor einiger Zeit über meine Website eine E-Mail geschrieben und mich gefragt, Peter, wie kann ich Deutsch verstehen und sprechen lernen? Diese E-Mail hat alles verändert und ich erzähle dir auch warum. Ehrlich gesagt bekomme ich regelmäßig solche E-Mails. Aber nach der E-Mail von Amir habe ich zum ersten Mal ernsthaft darüber nachgedacht, wie ich ihm und somit auch dir helfen kann. Zuerst habe ich eine Sammlung von Tipps zusammengestellt. Ich dachte, naja, du musst irgendwie deutschsprachige Muttersprachler kennenlernen. Du kannst in einen Sportverein oder in eine Tanzschule gehen. Mir sind noch viele andere Dinge eingefallen. Aber hey, das wusste Amir sicher schon. Er hat es aber einfach noch nicht geschafft, wirklich Kontakt zu Deutschen aufzunehmen. Und bald wurde mir klar, Amir traut sich einfach noch nicht. Vielleicht hat er einfach nur Angst. Sicher kennst du das Problem. Ich kenne es jedenfalls. Gleich erzähle ich dir mehr davon. Außerdem gibt es auch so viele Deutschlernende, die gar nicht in Deutschland leben. Und denen will ich ja auch weiterhelfen. Vielleicht lebst du auch nicht in Deutschland. Vielleicht gibt es dort, wo du lebst, einfach keine Möglichkeit, Deutsch zu sprechen. Es gibt auch manche, die Deutsch lernen und in ihrem Heimatland Deutschclubs besuchen. Und trotzdem haben sie Angst, dort Deutsch zu sprechen, weil sie sich einfach unsicher fühlen. Ah, das alles erinnert mich sehr stark an meine eigene Situation. Denn ich hatte genau die gleichen Probleme mit der Fremdsprache Englisch. Ich erzähle dir jetzt, wie ich dieses Problem für mich gelöst und somit mein ganzes Leben verändert habe. Dadurch, dass ich mich heute in dieser Sprache gut verständigen kann, habe ich viel mehr Freiheit und Erfolg. Schau dir dieses Video unbedingt bis zum Ende an. Du wirst kaum glauben, was das für dich bedeutet, wenn du dein Deutsch endlich aktivieren willst. Also, ich hatte in der Schule insgesamt 9 Jahre lang Englisch gelernt. Danach habe ich eine Berufsausbildung gemacht und erst etwas später fing ich in Tübingen mit dem Studium an, Deutsch und Philosophie. Dort habe ich jede Menge Menschen kennengelernt, auch sehr interessante Austauschstudenten aus allen möglichen Ländern. Und alle unterhielten sich auf Englisch. Auch meine Freunde haben sich mit denen auf Englisch unterhalten. Sie haben gelacht, sie haben sich offensichtlich spannende Sachen erzählt und ich konnte einfach nicht mitmachen. Ich habe nur wenig verstanden und habe mich einfach geschämt, mich zu beteiligen, weil für mich alles viel zu schwierig war. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass auch mal ein englischsprachiger Film gezeigt wurde. Oft haben die anderen gelacht, weil irgendwas Lustiges passiert ist, aber ich konnte einfach nicht mitlachen, weil ich zu wenig verstanden habe. Das war ein sehr frustrierendes Erlebnis, ich war einfach nicht dabei. Und vielleicht geht es dir ganz ähnlich mit Deutsch. Und natürlich habe ich mich gefragt, woher können meine deutschen Freunde alle so gut Englisch? Es hat sich dann herausgestellt, dass sie alle schon mal für längere Zeit im Ausland waren, und zwar schon während ihrer Schulzeit oder gleich nach dem Abitur.
viele konnten akzentfrei Englisch sprechen. Da war für mich klar, okay, das habe ich nie gemacht, dafür bin ich jetzt auch einfach zu alt. Außerdem hätte ich mir sowas finanziell nie leisten können. Ich sagte mir also, Pech gehabt, du musst dich eben damit abfinden, dass du nicht so gut Englisch kannst. Irgendwann erzählte mir meine Freundin Karen, dass die Universität Tübingen ein Austauschprogramm mit den USA hat. Sie meinte, hey, du kannst auch daran teilnehmen. Ich weiß noch heute, wie ich darüber gelacht habe, weil das in meinen Augen für mich vollkommen utopisch und absurd war. Nach ein paar Tagen konnte sie mich dazu motivieren, mich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen. Aber es gab ein Problem. Ich musste einen Sprachtest machen. In Tübingen gab es dafür einen Vorbereitungskurs. Ich nahm dann mit Karen an einem Übungstest teil. Dieser Test hatte mich komplett überfordert. Ich verstand so gut wie nichts. Ich war total frustriert danach. Und zu Karen sagte ich nur, vergiss es, das war eine Schnapsidee. Dieser Weg ist einfach nichts für mich. Ich kann das einfach nicht. Dann passierte was ganz Besonderes. Okay, dafür brauche ich jetzt mein Whiteboard, um das ein bisschen zu illustrieren. Hier ungefähr stand ich also mit meinem traurigen Schulenglisch. Und ungefähr hier oben waren all die anderen und haben natürlich gelacht und sich miteinander unterhalten und so weiter. Und da wollte ich natürlich auch dabei sein. Ich wollte dazugehören, aber es ist mir nicht gelungen, weil ich zu viel Angst hatte. Und weil mein Englisch einfach zu schlecht war. Dann passierte was ganz Besonderes. Eines Tages trat jemand in mein Leben. Nämlich eine amerikanische Austauschstudentin namens, ihr Name war Kay. Kay saß mit mir in einem Philosophie-Seminar und hat kaum was verstanden. Und sie hat mich angesprochen und hat mich gefragt, ob ich ihr nicht helfen könnte, die Texte zu verstehen, weil es zu schwierig war für sie. Und das hat mich natürlich interessiert, weil sie aus den USA kam und da bin ich natürlich drauf eingegangen und wollte ihr weiterhelfen. Also, wir haben uns dann getroffen und haben angefangen, Aristoteles zu lesen auf Deutsch. Und ich habe ihr so ein bisschen was erklärt. Und dann haben wir so eine Abmachung getroffen, dass wir uns jeden Samstag treffen wollen und eine Stunde lang Deutsch sprechen und eine Stunde lang Englisch, sodass wir voneinander die Sprache lernen können. Sowas nennt man ein Tandem-Konzept, ein Sprachtandem. Es hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass Kay kein großes Interesse hatte, Deutsch zu lernen, weil sie in wenigen Monaten ohnehin wieder zurückgeflogen ist in die USA. So hat es sich ergeben, dass wir uns trotzdem getroffen haben und ich habe jeden Samstag vielleicht 5 oder 6 Stunden mit Kay verbracht und ausschließlich Englisch mit ihr gesprochen oder versucht zu sprechen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass mir der Kopf gequalmt hat, dass das alles sehr, sehr viel war, aber es war super. Als Kay angefangen hat, mit ihrem Chicago-Englisch mit mir zu sprechen, habe ich natürlich auch wieder wirklich erstmal nichts oder sehr, sehr wenig verstanden. Aber ich war allein mit ihr, es war mir nicht peinlich und ich konnte immer fragen, was hast du gerade gesagt? Und sie hat mir alles nochmal erklärt und sie war geduldig und so weiter. Und das war einfach super. Von ihr habe ich total viel gelernt. Letzten Endes habe ich durch sie mich auch beworben für dieses Auslandsjahr in den USA. Und dadurch habe ich es geschafft und habe wirklich ein Jahr in den USA verbracht. Ohne Kay, ohne dieses Training mit Kay, wäre das für mich nie möglich gewesen. Und ich habe euch schon gesagt, dadurch hat sich mein Leben komplett verändert.
Ich bin viel erfolgreicher heute dadurch, dass ich mich in der englischen Sprache auch bewegen kann. Und ähnlich wird es dir mit Deutsch gehen. Was ist also passiert? Kay hat mich bei der Hand genommen und hat mit mir eine Treppe gebaut. Und dadurch, dass ich allein mit ihr war und Kay wirklich geduldig war und ich sie alles fragen konnte, habe ich einfach Vertrauen gewonnen. Kay selbst wollte ja auch Deutsch lernen, am Anfang jedenfalls. Und sie konnte also auch meine Sprache nicht so gut. Und das alles hat bei mir Vertrauen geweckt und es war mir einfach nicht mehr peinlich, mich mit ihr zu unterhalten und es zu versuchen jedenfalls, auch wenn ich Fehler gemacht habe. Wir waren allein, sonst war niemand dabei. Okay, weiterhin hat Kay mir große Sicherheit gegeben. Denn es ist da überhaupt nichts passiert, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Und ich konnte sie immer wieder fragen, sie hat mir Dinge erklärt und das hat in mir ein Gefühl der Sicherheit hervorgerufen, so dass ich immer mutiger wurde, auch mehr auszuprobieren. Und das hat mich letztlich natürlich auch sehr stark motiviert. Ich habe also Motivation gewonnen durch die ganze Aktion. Denn Kay hat mir auch Vokabular beigebracht, das ich nie in der Schule gelernt habe oder gelernt hätte und schon gar nicht in irgendeinem Englischbuch. Sie hat mir authentisches amerikanisches Englisch beigebracht. So, das hat mich richtig motiviert und so sind wir also gemeinsam hier, beziehungsweise sie mit mir, Stufe für Stufe nach oben geklommen und heute bin ich ganz klar auch dabei und kann mitlachen und kann mich ganz sicher in englischsprachigen Kontexten bewegen und bin ganz normal dabei wie die anderen auch. Und das ist einfach ein super Gefühl für mich. Das hat alles für mich verändert. Zurück zu Amir, der mir geschrieben hat, wie kann ich Deutsch lernen, Deutsch verstehen und sprechen lernen. Genau das ist der Schlüssel. Das hat plötzlich Klick gemacht bei mir und ich dachte, natürlich, du brauchst Vertrauen, Sicherheit und Motivation. Du brauchst gleichzeitig einen authentischen Kontext. Und das Beste, was mir dazu eingefallen ist, ist, eigentlich müsstest du in meiner Familie leben. Das geht natürlich schlecht, aber ich hatte die Idee, Mensch, ich müsste einfach Videos machen aus unserem Familienalltag und dazu noch Untertitel schreiben. Oh Gott, dachte ich zuerst, das ist ja unglaublich viel Arbeit, allein das Untertitel schreiben. Aber ich habe von meiner Gemeinde, also von meinen Newsletter-Abonnenten und so weiter, so viel Zuspruch und Mut bekommen. Und die haben alle gesagt, ja, das wollen wir, das brauchen wir. Das hat mich nochmal motiviert, sodass ich wirklich angefangen habe, die ersten Videos zu drehen. Und mit diesen Videos kannst du wirklich bei unserem Familienleben mit dabei sein. Du kannst von uns authentisches Vokabular lernen. Du lernst uns kennen. Du vertraust uns deswegen mit der Zeit. Durch diese Videos, egal wo du auf der Welt lebst, gewinnst du Sicherheit. Du nimmst einerseits authentisch an unserem deutschen Alltagsleben teil. Auf der anderen Seite kannst du jederzeit auf den Pause-Knopf klicken, wenn es dir zu schnell geht. Du kannst das Video stoppen und kannst einfach nochmal in Ruhe die Untertitel lesen, kannst ein Wort oder mehrere im Wörterbuch nachschlagen, bis du es verstanden hast. Du kannst dir die Stelle nochmal ansehen, bis du auch dich akustisch daran gewöhnt hast, bis du unsere Aussprache verstehst, einzelne Wörter identifizieren kannst, bis du dein Erfolgserlebnis hast und wirklich was Neues gelernt hast. Wir sind geduldig, unsere Videos sind geduldig, du kannst so oft du willst dir alles nochmal ansehen, unabhängig davon, wo du jetzt gerade auf der Welt dich befindest. Du musst nicht in Deutschland leben, du kannst in Mexiko oder sonst irgendwo sitzen und dir diese Videos ansehen. Okay, also in der nächsten E-Mail, halte bitte die Augen offen, werde ich dir eine solche unsere Familie vorstellen. Du wirst sehen,
dass du mit uns auch eine solche Treppe aufbauen kannst. Du wirst sehen, dass du deine eigene Unsicherheit überwinden wirst, wenn du unsere authentische Sprache hörst und sie in Ruhe lernen kannst. Du bist natürlich am Anfang auch überfordert, aber wir sind Videos, okay? Nichts passiert dir, du kannst einfach auf Pause klicken. Du bist immer in deiner sicheren Umgebung und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und so kannst auch du deine Träume, was immer es sein mag, verwirklichen. Du kannst deine Angst überwinden durch diese Treppe. Durch Vertrauen, Sicherheit und Motivation kannst du dich wirklich aufs nächste Level, auf die nächste Stufe heben. Okay, in der nächsten E-Mail stelle ich dir meine Familie vor. Halt die Augen offen, du darfst sie auf keinen Fall verpassen, okay? Bis dahin scroll bitte nach unten und hinterlass uns einen Kommentar für heute. Würde mich sehr freuen, auch wenn du ein bisschen Rückmeldung schreibst, vielleicht wie deine eigene Situation ist und so weiter. Dann war es das für heute. Bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten E-Mail. Tschüss, das war Peter.